Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Ich bin's, Lung Lung Jie, schön, dass auch du wieder eingeschaltet hast. Wir sind gestern Nacht zurückgekommen aus unserem Urlaub. Mit 0 Uhr ungefähr, da habe ich schon wieder arbeiten. Ich habe noch frei und man sieht, das Chaos ist immer noch da. Heute sind allerdings draußen schon wieder, ich glaube, 34, 35 Grad. Und da habe ich alles dunkel gemacht. Wir werden jetzt auch gleich rausgehen. Ich gehe zu meiner Freundin an den Pool. Wir grillen heute Abend da nochmal. Genieße meinen letzten freien Tag. Mein Haushalt kann ich auch abends machen, wenn es kühler ist. Ich glaube, die macht keiner so richtig tagsüber jetzt, wo es immer so warm ist. Ich habe meine Badesachen schon gepackt. Schwimmsachen, Sonnencreme, wieder ein paar Handtücher. Da habe ich immer so meine Kamera noch drin, mein Handy und ein Ladekabel. Und hier haben wir, nicht wundern, einen Ovulationstest. Dazu erzähle ich euch gleich ein bisschen mehr. Wenn ich unterwegs bin zu meiner Freundin, jetzt muss ich mir nur schnell, ich überlege, ob ich alles bei habe. Badesachen, die Kamerasachen. Ich nehme mal hier das Wasser jetzt noch mit für unterwegs. Meine Freundin hat da zwar alles, aber immer mega Durst. Sonnencreme, Sonnenbrille. Ups, da seid ihr etwas. Und ich würde sagen, geht's los. Oh, das Wichtigste habe ich vergessen, eine Grillflasche. Ich sollte Grillfleisch mitnehmen. Wartet, ich muss euch kurz abstellen. Ich habe mir überlegt, morgen noch schnell was zu essen. Aber bis abends immer warten, habe keine Lust. Mein Freund war gerade noch da. Mein Hani hat erzählt, in seiner Werkstatt sind 40 Grad und ihr hört es hier draußen, hier drüben bauen sie ein Haus, hämmern. Die armen Bauarbeiter, die tun mir echt leid. Da müsste man eigentlich aus Solidarität Wasser und ein bisschen Eis und eine Wassermelone hinbringen. Habt ihr eigentlich auch immer nicht so großen Appetit, wenn das so heiß ist? Irgendwie, ich kann ja immer essen. Ich weiß auch nicht, was das ist. Aber am liebsten esse ich auch Wassermelone mit Rucola-Salat und Feta-Käse. Kennt ihr das? Ich liebe es. Aber jetzt machen wir schnell erstmal eine Käseschnitte. Nicht wundern, ich habe mir nur ein paar Augenbrauen gemalt, denn ganz ohne Augenbrauen geht bei mir irgendwie überhaupt nicht. Ich sehe aus wie ein Monster. Schrecklich, ich kann mich nicht angucken. Und das Schlimmste war für mich eigentlich, kennt ihr das? Ihr seht eure Schwestern 2 Jahre nicht. Also meine Zwillingsschwester hat ein Jahr jetzt nicht gesehen. Und mein Freund sagt jeden Tag zu mir, dass meine Schlupflider schon voll, also das stimmt schon, die hängen schon ganz schön. Und er würde das gut finden, wenn ich die machen lasse auch. Weil morgens, wenn ich aufstehe, sieht es richtig schlimm aus. Und das Erste ist, was meine Zwillingsschwester mir gesagt hat: Na, wie sieht es denn da mal aus? Ey, sieht denn die Schlupflider? Müsstest du vielleicht auch mal machen. Ich war ein bisschen baff. Naja, gut. Machen wir vielleicht. Mal schauen. Also, eigentlich halte ich nicht so viel davon. Von Schönheits-OPs, aber also jetzt langsam finde ich schon, man müsste vielleicht auch was machen. Ich probiere es immer noch mit Cremes und ein bisschen Massage. So ist es halt. Ich esse jetzt mein Schnittchen gleich und dann quatschen wir weiter. So, jetzt geht los zu meiner Freundin. So ein Vögel. Das ist kein Wahnsinn. Also man hat frei. Übrigens hatten wir das ganze Auto noch voll, als wir die Nacht angekommen sind. Weil wir noch ein paar Sachen aus Berlin mitgenommen haben. Da haben wir ja immer noch eine Zweitwohnung. Und die ist zwar untervermietet, aber im Keller waren immer noch Sachen von uns. Und da haben wir ein paar Sachen mitgenommen. Und das ganze Auto war voll. Und in der Nacht um 0 Uhr, als wir nach Hause gekommen sind, haben wir ja gar nichts leer gemacht. Wir sind nur so im Koffer hoch. Ich bin gleich im Bett gefallen. So, ansonsten wollte ich euch noch ganz kurz erzählen, wie der Urlaub war. Der Urlaub war total schön. Ja, er war wunderbar. Ich weiß gar nicht, wie ich euch hier halten soll. Er war so schön. War schön, meine Schwestern wiederzusehen. Mit ihren Kindern. Alle Mädels, also wir Schwestern waren alle mal zusammen. Meine Eltern waren da. Meine Mama hatte ja Geburtstag. Wir waren in der Gaststätte essen. War mega warm zwar. Aber an der Ostsee isst man Fisch. War lecker. Wir haben dann auch so noch ein paar Tage da verbracht, aber das Kite, die Kite-Meisterschaften ja auch richtig toll. Dazu habe ich ja noch mal einen extra Blog gemacht. Ich hoffe, euch habt den angeschaut. Ich kann ja mal gucken, ob ich euch den verlinken kann. Ja. Oh, ein bisschen K.O. bin ich. Mein Gott. Ja.
Und dann, was gibt es noch Schönes Neues? Morgen muss ich wieder arbeiten. Leider eine ganze Woche durch. Nur Spätschicht und draußen ist so warm. Aber danach geht es ja los für uns in die Toskana wieder. Wie schön. 2 Wochen. Wir machen so einen Zwischenstopp nochmal am Gardasee, weil der Hanida sein Geburtstagsgeschenk noch einlöst. Ich glaube, Flyboarding heißt das. Wenn man so aus dem Wasser kommt, habe ich ihm ein Geschenk zum Geburtstag mal. Das will er jetzt endlich mal einlösen. Ansonsten wollte ich euch erzählen, ihr habt ja vorhin gerade gesehen, diesen Ovulationstest. Voll warm, ich bin gerade im Schatten. Den Ovulationstest, ich habe jetzt noch meine letzten 4 oder 5 habe ich noch für diesen Monat. Wir testen die ganze Zeit, nehmen wir die Ovulationstests ja schon, damit man ganz genau seinen Eisprung ausrechnen kann. Und so kann man natürlich den Eisprung ausrechnen, um schwanger zu werden. Natürlich auch, um den Zyklus mal zu beobachten, wie regelmäßig oder unregelmäßig er kommt. Ich muss sagen, bei mir kommt er echt regelmäßig. Gut regelmäßig. Das ist eigentlich ganz gut. Ansonsten werde ich damit jetzt sind die letzten 5. Dann werde ich damit aufhören, weil ich meinen Fokus jetzt erstmal in einer anderen Richtung setzen möchte. Ich denke, dass ich mich irgendwie beruflich jetzt mal vielleicht doch weiter orientiere oder umorientiere. Stillstand ist immer scheiße, wisst ihr ja. Und das, ich glaube, ich habe einfach in den letzten 3 Jahren nicht zu doll auf diesen Kinderwunsch fokussiert. Deswegen hat das immer alles nicht so geklappt, wie es klappen sollte. Man ist da so doll im Kopf bei, dass es schon gar nicht mehr klappen kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen angekommen jetzt bei mir auch. Ich habe voll viele schöne Gespräche mit meinem Honey geführt, auch mit meinen Eltern. Meine Zwillingsschwester ja sowieso, die ist ja immer so voll mein Ansprechpartner in allem. Und ich denke einfach, dass es im Leben irgendwie, für mich gibt es nichts Schöneres wie Kinder und die Welt zu bereisen. Und da es jetzt mit den Kindern ja nicht so klappt, oder mit dem Kind, habe ich mir jetzt überlegt, dass ich lieber den Fokus auf meinen Job lege und dann auf das Reisen. Und was dann kommt, das kommt. Und was nicht kommt, das kommt nicht. Was zu mir kommen will, soll kommen. So. Und also ich werde jetzt die letzten 5 Ovulationstests, ich glaube 5 habe ich noch, diesen Monat aufbrauchen. Und dann werde ich mir keine mehr kaufen. Ich habe mir Schwangerschaftstee gekauft, Fruchtbarkeitstee. Ich habe von DM immer diesen Schwangerschaftssaft gekauft, von Bio irgendwie, den man nur trinken darf, wenn du deine Periode hast. Das ist genug irgendwann, denke ich. Also ich glaube, ich war auch im Internet bei Amazon diejenige, die meisten Ovulationstests gekauft hat. Ich war da Stammkunde. Und irgendwann ist jetzt mal genug. Ich finde immer nachdem, wir hatten so einen Zwischenfall bei uns genau vor der Haustür, jetzt bevor wir an die Ostsee gefahren sind, eine Woche vorher, ist hier jemand verstorben. Genau vor unseren Augen. Und ich denke, man muss sich immer vor Augen halten, das Leben ist zu kurz. Und wenn man dann so stehen bleibt und sich halt nicht weiterentwickelt oder sich andere Ziele setzt, kann das Leben nicht schön sein oder man soll das Leben einfach genießen. Das ist mir irgendwie wieder ganz doll bewusst geworden. Und ich bin so dankbar, dass ich meinen Honey habe, dass ich meine Schwestern habe, dass ich meine neuen Freundinnen hier unten habe, die ein ganz großer Punkt in meinem Leben, Mittelpunkt in meinem Leben sind. Man merkt halt, die Freundschaften hier unten, die vertiefen sich jetzt. Das ist nicht mehr so eine Kennenlernphase, ach, können wir mal zum Kaffee kommen, sondern das ist halt schon jetzt ein bisschen tiefer. Es ist anders wie in Berlin, was ich nie dachte. Vielleicht ist das auch so ein bisschen das Alter. Man wird älter, reifer, man sieht Freundschaften anders. Ja. Ich fand es schön und das ist das Wichtigste. So, jetzt bin ich bei meiner Freundin hier angekommen.
Jetzt kommen gleich die Wauzis alle und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich freue mich. Oh, ein ganzer Pool für mich alleine. Es ist noch keiner da. Die sind noch arbeiten. Die Kinder sind noch in der Schule. Wie schön. Was? Deine Idee. So, okay. Alles ist mit. Läuft doch. Das ist der Palo, der holt sich immer Streicheleinheiten. Voll süß, wie meine J-Lo früher gewonnen hatte. Das Balu ist ein Junge. Aber Balu und J-Lo zusammen wären bestimmt auch eine gute Portion gewesen. Guck mal hier. Guck mal, hallo. Guck mal, hallo. Guck mal, hallo. Achtung bitte. Dann ist der Tag auch schon wieder vorbei. Dann werden wir danach nach Hause gehen. Ich werde mal endlich den Koffer leer machen. Und mit Sonnenbrille ist vielleicht unhöflich, wa? Dann, ja, denke ich mal, wenn wir ins Bettchen gehen und ab morgen ruft er die Arbeit wieder. Worauf ich mich direkt freue. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, dieser kleine Blog hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder einen Kommentar, würde ich mich freuen. Wie gesagt, ihr könnt mich abonnieren auf Instagram und Facebook und hier auf YouTube. Und dann erfahrt ihr mehr. Wenn euch meine Blogs gefallen, würde ich gerne öfters jetzt mal drehen. Ich würde dann immer so ein Daily nur machen, so ist ein bisschen kürzer. Ich halt auch ein bisschen mehr Arbeit jetzt wieder. Anderthalb Wochen, dann geht es wieder in den Urlaub. Und da kann ich euch gerne jeden Tag mitnehmen. Aber da kann ich gar nicht so schneiden. Ich muss mal gucken, wie da mit WLAN ist in der Toskana. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einen zauberhaften, schönen, sonnigen Tag noch. Eine schöne Zeit, bleibt gesund. Eure Luggen. Genießt die schöne Zeit, das schöne Wetter. Das Grau ist ganz schnell wieder da.